Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Feuerzeichen, zu eurem Vollmond-Reading am 30.11. Kraftvoller Vollmond mit Mondfinsternis und es kommt so einiges aus der Tiefe nach oben und möchte im Licht des Mondes betrachtet werden. Ein Vollmond im Zwilling, der eben auch ein Stück weit unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Sichtweisen verdeutlicht. Und ich möchte gerne hier mit dir schauen, was das für dein Element, für dein Feuer bedeutet. Mein Name ist Sirut Sabina Haller und alle Infos zu meinen Kartenreadings, zu den Karten, die ich verwende oder zu einem persönlichen Reading findest du unten in der Infobox. Ja, meine lieben Widder, Löwen, Schützen, Feuerenergie, die hier im Licht des Mondes betrachtet werden möchte, oder besser gesagt, es möchte das ans Licht kommen, was du bisher noch nicht betrachtet hast. So nehme ich das zumindest wahr. Und ich spüre schon einige Tage auch bei mir, dass da einiges aus der wirklich tiefen Tiefe an die Oberfläche drängt. Und ich möchte jetzt gerne erstmal hier zwei Orakelkarten für dich ziehen, um mal zu schauen, wohin die Reise geht, welche Informationen wir hier bekommen, welchen Impuls deine Seele dir schenken möchte. So, die erste Karte. Oh, der Sound. Der Klang deiner Seele, die Worte, die du sprichst. Der Sound in dir. Also wirklich auch für dich mal zu beobachten, welche Kraft deine Worte haben, welche Schwingung sie mitbringen. Ich habe hier so das Gefühl, dass das wirklich um die Schwingung geht, die du mit deinem Ausdruck hier in die Welt bringen möchtest oder in die Welt bringst, um dahin zu schauen, was du wirklich in die Welt bringen möchtest. Das Bild erinnert mich auch gerade daran, stell dir mal vor, du wirfst in einen klaren See mit glatter Oberfläche einen Stein, dann zeigen sich auch diese Wellen und so ist es mit deinen Worten auch, mit deinen Tönen, mit dem, was du zum Ausdruck bringst. Es schlägt Wellen und du kannst da schauen für dich, in welcher Form möchtest du, dass diese Wellen in die Welt getragen werden? Möchtest du dich da wirklich auf das Helle, Klare fokussieren, auf Frieden, auf die Liebe oder bist du dabei, Kritik zu üben? Die Höhle des Drachen. Ja. Und ich finde, das passt sehr gut zusammen, denn ich müsste sie eigentlich so legen, damit das Bild stimmig wird. Bist du bereit, da auch für dich in die Tiefe zu gehen, auch mal hier in die Höhle des Drachen hinabzusteigen, um zu erkennen, was da in dir noch schlummert, vielleicht noch brodelt, wo du noch klarer in deinem Ausdruck werden kannst, wo du in dir vielleicht unklar bist, wo du dich vielleicht auch vor dem fürchtest, was da in der Höhle des Drachen verborgen liegt. Und wenn du nicht so gestrickt bist wie ich, dass du wirklich die Drachen als Krafttiere siehst, sondern letztendlich dann auch als innere Dämonen oder äußere Gefahren, dann gilt es dahin zu schauen. Und während ich die Sätze spreche, fällt hier der Teufel.
Und da geht es wirklich um diese alten Muster, um diese alten Verstrickungen, um diese alten Glaubenssätze von gut und schlecht, von richtig, von falsch, von Licht, von dunkel. In meinem Weltbild, ich sage das jetzt absichtlich so klar dazu, ist beides, Licht und Dunkelheit, gleichwertig. Die Bewertung oder die Deutung, die wir darauf geben, die macht den Unterschied und die macht dann eben auch, dass du Aspekte der Dunkelheit als schlecht empfindest. Klar gibt es Verstrickungen, Anhaftungen, unterschiedliche Situationen, in denen du nicht frei bist und auch da darfst du deine Stimme in dir erheben und für dich hier, das sagt jetzt die nächste Karte, nämlich ganz wunderbar, kraftvolle neue Entscheidungen treffen. Also dieser Vollmond, liebes Feuerzeichen, bringt für dich hier die Möglichkeit, dich aus alten Ketten, aus alten Mustern, aus alten Strukturen, aus alten Bewertungen, Schubladendenken, was auch immer, zu befreien und zwar mit einer ganz klaren Entscheidung. Und wenn ich die auf das Schwert hier schaue und auf diesen Sound, auf diesen Klang deiner Seele, dann habe ich so das Gefühl, dass auch hier das total einfach sein kann, nämlich mit einem ganz klaren Ja oder mit einem ganz klaren Nein. Und es braucht auch nicht die vielen Erklärungen, die 100.000 Warums und wieso du das jetzt nicht machst oder wieso du gerade das machst. Ich möchte jetzt gern mal wissen, welche Entscheidung hier getroffen wird oder in welche Richtung das geht, weil die Entscheidung liegt ja hier nach dem Teufel. Also du hast ja hier die Entscheidungsfreiheit, aus diesen Abhängigkeiten herauszugehen auf deinen Platz. Die Herrscherin. Wirklich dich auf deinen Platz zu setzen. Frei, unabhängig, in dir ruhend, in deinem Klang ruhend, um die Höhle des Drachen in dir vielleicht auch zu wissen. Und vielleicht hast du da Aspekte versteckt, die dir nicht gefallen, vor denen du dich fürchtest. Aspekte, die nicht gerne gesehen werden. Aspekte, die von anderen verurteilt werden. Und ich glaube, genau da gilt es hinzuschauen. Auf diese Bewertung, auf diese Urteile, auf dieses, was du in die Welt gibst. Und womöglich war das bisher immer ein Balanceakt für dich. Wie weit darf ich mich authentisch zeigen? Wie weit darf ich wirklich das, was da in mir liegt, in die Welt geben? Wie weit, ja, ist das angenehm, wenn das sichtbar ist? Vor allen Dingen auch angenehm für andere. Und du hast hier mit den 7 Stäben schon ja gute Vorarbeit geleistet und jetzt mit dem Gericht hier zum Schluss zeigt sich nochmal, dass wirklich dieser Vollmond hier wie ein Weckruf für dich ist, um eben aus diesen restlichen alten Boxen, aus diesen restlichen alten Mustern auszusteigen. An der Unterseite die 2 Stäbe. Und mit den 2 Stäben habe ich so das Gefühl, dass du schon einen Plan hast, in welche Richtung hier der Klang deiner Seele dich tragen darf. Und du hast hier auch schon eine Vorstellung davon, was da noch im Dunkel in dieser Höhle verborgen liegt, wo es jetzt darum geht, das anzuschauen. Und mit dem Ass der Schwerter bekommst du an diesem Vollmond wirklich hier
deine Macht zurück, um für dich selbst in diese tiefen Höhlen hineinzutauchen und das ans Licht zu bringen, was da bisher versteckt war. Das mögen Ängste sein, das mög Unsicherheit sein, weil hier mit den zwei Münzen, du versuchst da immer einen Balanceakt hinzubekommen, der dich womöglich auch mehr schlecht als recht auf deinem Platz stehen lässt, weil ja hier mit den sieben Stäben immer wieder auch so dieses Gefühl, ich muss meinen Platz verteidigen, mitschwingt. Und du hast dein Herz hier schon sehr weit geöffnet und doch ist da noch diese Furcht, wenn ich es ganz aufmache, was dann zum Vorschein kommt, weil dieser Stab hier ja dein Herz noch schützt. Und solange du das Gefühl hast, du musst dich schützen, ist dein Herz nicht zu 100% offen. Solange du doch das Gefühl hast, du musst dich schützen, ist noch eine gewisse Form von Angst und Unsicherheit da in dir, die dieses Licht der Herrscherin nicht in seinem vollen Glanz erscheinen lässt, erstrahlen lässt und wo du auch diesen besonderen Klang in dir nicht voll zum Ausdruck bringen kannst. Daher lädt dich der Vollmond hier ein. Schau da wirklich tief hin. Schau da genau. Nimm dir Zeit, Mut, Zuversicht und tauche da hinab in die Höhle des Drachen und womöglich wirst du überrascht sein, was du da vorfindest, weil hier mit dem Sound eben auch eine sehr, sehr kraftvolle Energie da in dir aktiviert werden möchte. Und womöglich sind es diese alten Glaubensmuster daran, dass du, wenn du all das, was in dir ist, zum Ausdruck bringst, zu viel ist. Und das hat dich hier in diese Verstrickungen, in diese Abhängigkeiten gebracht. Und du traust dich da nicht. Doch das Gericht der Engel hier ist bereits da und möchte dich daran erinnern. Schau, liebes Feuerzeichen, was da für ein wundervoller Klang, für eine wundervolle Energie in dir ist. Weil Klang und Worte, das ist Energie, die durch dich bewegt wird, durch deine Worte bewegt wird, durch deine Worte auch transportiert wird oder eben auch durch Tönen, durch Singen, durch, ja, auch durch dein Atmen bewegst du Energie. Und genau da darfst du jetzt tiefer schauen, da darfst du jetzt aus diesen alten Mustern, aus diesen alten Schubladen herauskommen und dir wirklich anschauen, welche Worte du dir erlaubst und welche du dir nicht erlaubst. Und ich finde das gerade, es fällt mir jetzt gerade ein, in unserer letzten Zeit total spannend. Also es wird ja auch ganz oft, ich weiß nicht, ob das überall ist oder ob nur ich das wahrnehme, einmal so im Jahr dieses Unwort des Jahres kreiert oder nominiert und dann darfst du Mohrenköpfe nicht mehr sagen. Dann darfst du dieses oder jenes nicht mehr sagen. Auch da wird extrem in Schubladen gedacht und da wirst du extrem auch dazu angehalten, dich selbst zu kontrollieren, was natürlich auch wieder eine Art oder Form von Abhängigkeit, von Verstrickung ist, von Kontrolle ist, wo du dich dann auch selbst wieder kontrollierst, darf ich jetzt dieses Wort nehmen, darf ich dieses Wort jetzt verwenden. Der Ton macht die Musik. Und egal welches Wort du verwendest, es wird die Energie dahinter spürbar sein. Und wenn die Energie dahinter Liebe ist, dann ist es durchaus spürbar. Wenn die Energie dahinter Wut und Zorn ist, ist eben auch das spürbar. Und genau das transportierst du dann
in deine Welt, in die Welt um dich herum, kreierst gegebenenfalls neue Verstrickungen oder setzt dich hier liebevoll auf deinen Thron, nimmst diese Kraft der Herrscherin aus sich heraus zu leben, zu gestalten, zu kreieren an. Und dann fällt eben auch hier dieses "Ich muss mich verteidigen" fort, weg, und du kannst hier wirklich mal ganz klar auf deine Vision schauen. Und da wird nämlich hier Altes zurückbleiben, weil dieser Stab ist an der Mauer fest und der andere Stab wird dir dienen, quasi wie beim Page der Stäbe, der seine neuen Ideen in die Welt bringt. Eine wundervolle, kraftvolle Energie, und der Vollmond bringt wirklich hier nochmal einiges aus der Tiefe an die Oberfläche. Ich möchte jetzt gerne in der Fortsetzung nochmal ein Stück weit tiefer schauen auf die Seelenebene, auf das Unterbewusste, was da hier möglicherweise dich noch zurückhält, in Ketten hält, wo du, wie du ganz kraftvoll deine Entscheidung treffen kannst, weil das liegt ja hier jetzt auch noch nicht. Es ist der Impuls zur Entscheidung da, nur ob oder wie du ihn triffst, das haben wir jetzt hier noch nicht so ganz raus, und da möchte ich gerne nochmal hinschauen. Wenn du die Fortsetzung nicht anschaust, dann schau wirklich für dich, erlaub dir, in deine Tiefe zu gehen und aus diesen alten Mustern auszusteigen. Den Link zur Fortsetzung findest du unten auch in der Infobox, und ich freue mich, dir da gleich wieder zu begegnen.